Und 10 Sekunden. Man macht auf fertig. Ach, da ist die Kryogranate mich behindert. Es geht hier um den Hagel. Oh, sauber. Die Gruppen bräuchte man öfter. Oh nein. Die Saudi. Kommt doch erst in starken Tod. Genau, von da hinten greift er mich an. Ist klar. Nee, nee, ist klar. Den Piratenwaffenträger. Was für ein einfallsloser Name. Als ob die nicht alle Waffen tragen, außer der eine, der mit seinen Fäusten gekämpft hat. So, 18 noch. Noch 6 Minuten 35, bis Eric wieder da ist. Obwohl, ich kann ja in der Zeit hier mal den Droidenkollegen hier mal auspacken. Und was tut er? Mediscan, halt verbündetes Ziel. Alles mit Heilung. Heiligung, Reinung und Mediwache. Nimm eine Heilungshaltung ein, in der sämtlich bewegte Heilung um 5% erhöht und die dabei erzeugte Bedrohung um 25% reduziert ist. Hey, geil. Achso, was war denn das andere? Ne, passiv, okay. Das heißt, ich habe jetzt sogar einen Healer. So, noch 2 so Trupps. Oh. Elite, den muss ich bestimmt gleich töten. Aber wenn hier nachkommt, weiß ich nicht, töte 60, dann lasse ich das mal wieder schön. Weil übertreiben muss man ja nicht hier mit den ganzen Kack-Quests. Hier hoch. Oh, sauber. Hör, sag bloß, er rennt hin zum Angreifen. Ich dachte schon. Doch, macht er wohl. Ja, schieß. Achso. Keine Muni mehr. Ah. Der wollte gerade hier hinruckeln, der eine. Genau der. Lass mal einen Heiler in Ruhe. Oh, noch 2. Sehr schön, noch 4 sind da unten. Und dann gucke ich mal, was so geht noch jetzt als abschließende Quest. So, ich erwarte den Scanner. Da kommt er. Und was ist das neue Bonusziel? Beraube Bruce Jody. Aber ich würde vorschlagen, dass ich jetzt erstmal hier die Leute platt mache, bis ich Level 21 bin. Ist, mein Gott. Ist ja wirklich nicht mehr so viel, deswegen lohnt es sich. Und dann mache ich den platt da hinten. Oh, Level 16 Kommando. Was soll denn da passieren mit meinem Healer dran? Probiere ich jetzt einfach mal. So, erstmal den Roboter buffen, warum auch immer, was hat er denn? Ausdauer, oh. Und ich weiß zwar nicht, warum ich F5 gedrückt habe, aber ich habe jetzt F5 gedrückt. Für schnell heilen, so wie bei, ne, schnell speichern, so wie bei Skyrim. So, jetzt komm mal her hier. Und wer du heilst mich nicht, scheiße, falsch rum. Falsch rum. Nein, bleib doch hier und heil mich. Oh, er heilt sogar mich. Cool. So, wie man hier unten sehen kann, habe ich so gut wie keine Muni mehr. Oh.
Da gehe ich mal lieber raus aus der Bombe. Das ist ja echt krass, was hier gerade, was hier gerade heilt. Oh! Interessant, Bruce Jody. In den Staub! Oh! Ja, geil, mit so einem Heiler ist das ja unbelievable. Und Quest complete. Liefere die Serum-Forschungsdaten ab. Nein! Penis! Genau, lock die mal alle zusammen. Schön gemacht, du Roboter. Noch knapp 2 Minuten bis zum Ankunft von Eric Jordan. Der da meine Waffe in der Hand hält. Oh. Oh, ich bin mittendrin. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, der hat uns gesehen. Aber die anderen nicht. Da habe ich noch mitten durchgelaufen. Oder sie sind gerade eben gespawnt. Kann natürlich sein. Die schöne Impulskanone, Haftgranate und Sprengstoff. Und ich kann ihm auch schon mal eine geben, so nah wie ich hier dran bin. Weicht der nur aus, der sagt. Der hat bestimmt gemerkt, dass meine Taste leicht nach unten ging und dann ist er direkt ausgewichen. Und? Hallo? Nochmal eben hier die Rohstoffe ernten. Na, scannst du das mal ab, bitte? Okay, imperiale Präsenz. Kann ich aber da komplett vergessen. Ich glaube, jetzt gebe ich erstmal ab. Bei Aurek. Weil um da reinzukommen, muss ich, glaube ich, nochmal hier so rum. Dann kann ich genauso gut auch die Quests abgeben und die neuen Waffen testen. So, da ist der erste. Ne, hier ist der erste, dieser Automat. 3 Tagesauszeichnungen und... Das hätte besser laufen. Bam! Level 21. Ich bin startklar. Überragend. Okay, das kriegt Eric. Eric C und dann mal Gefährte. Dann kriegt er schön die Waffe hier. Achten wir mal, Schaden. 137 bis 194. Jo. Oh, 146 bis 206. War jetzt auch nicht so der Hit. Also ich habe da mehr erwartet. Und die Waffe sieht im Grunde fast gleich aus, bis auf den roten Ring hier oben. Na egal. Boah, die sieht aber viel geiler aus. Aber die ist minimal schlechter. Allerdings, wenn ich diese vielleicht nochmal einen verpasse. An dem Basteltisch hier, dann könnte die vielleicht was bringen. Aber ich lasse jetzt erstmal die an. Dann noch die Handschuhe und diese Hose. Dann kann der die Handschuhe haben und diese Hose so. Cool, mit Orange drin. Es fehlt mir nur noch eine Rüstung, die so ähnlich aussieht. Dann hätte man sogar alles. Hi. Da seid ihr ja wieder. Und ihr seid allein. Habt ihr... Nein. Sind sie... Ja. Tot? Jo. Was habt ihr erwartet? Dass die Rakgule ihnen Blumen schenken und sie nach Hause schicken würden? Es tut mir leid. Eure Freunde sind nicht mehr. Aber ich habe sichergestellt, dass diese Rakgule nie wieder jemandem etwas antun. Ein schwacher Trost. Womöglich macht sich dort schon der nächste Schwarm breit. Entschuldigt mich.
Ich sollte den Stützpunkt informieren und ihren Familien von dem Vorfall erzählen. Ach, jetzt erst. Ich bitte um eine Versetzung. Kein Job ist das alles wert. Wie ich hörte, habt ihr einen Weg gefunden, euch die Zeit zu vergolden. Oh. Was habt ihr gefunden? War Eliso noch am Leben? Was hat dieser verlogene Feigling über mich erzählt? Ihr habt die Republik bestohlen, nicht nur die Toten. Die ja. Republik interessiert es doch gar nicht, was wir finden. Ich habe ihnen 5 Jahre meines Lebens geschenkt. Ohne Gehaltserhöhung, ohne Urlaub. Sie haben uns doch längst vergessen. Na schön, dann bin ich eben aufgeflogen. Wen interessiert's? Wir sprechen hier von Personen, deren Urenkel bereits lange tot sind. Bezahlt mich und ich werde schweigen. Nein, ich bin gut. Mal sehen, ob ihr Häftlingen mehr Rechte zugesteht als den Toten. Sehr lustig. Der Commander schickt ein Team zur Bergung der Toten. Vielen Dank für eure Mühen. Kein Problem. Ich habe auch noch Gars schmutziges Geheimnis gelüftet. Er bestiehlt die Leichen. Nein. Wie konntet ihr? Ihr habt mir versichert, dass diese Kisten in die Archive der Republik wandern. Dann habe ich halt gelogen. Wollt ihr mich deswegen gleich verhaften lassen? Ja. Das klären wir später. Wir haben eure Zeit schon mehr als genug beansprucht. Obwohl, wenn ihr noch einen Moment entbehren könntet. Ja, genau. Es klingt so, als wolltet ihr auf etwas Spezielles hinaus. Das mag sich vielleicht verrückt anhören, aber bei unseren Grabstätten sind immer mehr Rakwule zu finden, als in allen anderen Gebieten der Republik. Komisch. Sie werden halt vom Lärm und vom Geruch des Fleisches angelockt. Wir sind kein bisschen lauter oder fleischiger als ein Zug Soldaten. Ich vermute, sie beschützen ihre Vorfahren. Unmöglich. Rakwule sind Monster. Jeder weiß, dass sie nicht empfindsam sind. Ich behaupte nicht, dass sie Teestunden abhalten. Aber irgendetwas treibt sie dazu an, diese Grabstätten zu verteidigen. Ihr müsst wissen, dass sie einst menschlich waren. Zumindest die ersten. Eine Krankheit hat sie zu diesen Monstern gemacht. Wir wissen immer noch nicht, wie es dazu kommt. Das könnte der erste Schritt zur Rückeroberung des Planeten sein. Gute Strategie. Es gibt nichts Schlimmeres, als gegen etwas zu kämpfen, das nicht mal in der Lage ist, das Gleiche zweimal zu tun. Es gibt nichts Furchterregenderes, als nie zu wissen, wann oder wo sie einfallen. Ihr sprecht auch nicht von der Bombardierungsstelle, oder? Dieser Ort ist so voll von Rakgulen, dass man sie vom Orbit aus sehen kann. Boah, krass. Mischt euch nicht ein. Wir wissen, was ihr von Taris denkt. Meine Theorie ist richtig. Warum sollten sie sonst so bestrebt sein, die bombardierten Orte zu beschützen? Wenn ihr von einem dieser Orte Proben der Rakgule und der Skelette besorgen könntet, könnten wir herausfinden, ob eine Verbindung besteht. Ich sehe mir die Sache besser mal an. Im Ernst, Sera? Glaubt ihr wirklich, dass ihr seine Zeit noch weiter mit euren verrückten Theorien verschwenden solltet? Ja. Ihr sagt mir nicht mehr, was ich tun soll. Wir wissen bereits, was ihr für die Verstorbenen von Taris empfindet. Lasst euch nicht von Garth entmutigen. Das ist wirklich wichtig. Ich warte hier auf eure Ergebnisse. Natürlich kann ich jetzt wieder los und eine Belohnung wählen. Ich würde fast schon sagen, ich nehme... So eine schöne Auszeichnung. Was auch immer ich dafür bekomme, es kann nur besser sein. Oh, hier ist noch eine Quest zum Abgeben. Noch eine Quest. Und zwar in dieser Ecke da hinten. Verdammt, genau über mir. Toll, das eine ist genau über mir, das andere unter mir. Heiler für totale Auslöschung, dann go. Ich habe die Quest noch nicht mal. Was ist das denn für ein Riese? Oh. Ein Begleiter. Da ist sie. Wenn ihr irgendwelche Fragen über die Militäroperationen auf... Ah, Lieutenant. Ich habe euch erwartet. Gute Arbeit auf der Ender Spire. Die Daten des Hauptcomputers befinden sich hier drauf. Die Daten von der Ender Spire sind für die Kriegsbemühungen der Republik von unschätzbarem Wert. Lieutenant Carlso erzählte mir von Nahaufnahmen der imperialen Kriegsschiffe. Von unschätzbarem Wert und ich krieg nichts? Der Chaos-Trupp untersteht der Republik. Und die Republik ist stolz auf euch. Vielen Dank für eure Dienste. Der republikanische Geheimdienst wartet schon seit dem Ende der Bombardierung auf diese Daten. Wow!
Oh, was ist das denn? Bringt nicht so viel. Ein Gegenstandswurfstück. Da bin ich mal interessiert jetzt dran. Vor allem, weil es blau ist. Oh. Okay, bekommt Eric. Nein, I und C, Gefährte und Eric. Ja. Der schöne Gürtel. Mist, halt die Kanone habe ich doch, ne? Meisterhaft, überragend. Ja, die habe ich dran. Und kein Basteltisch hier in der Nähe. Schade. Jetzt müsste ich eigentlich noch zu der hier hin und dann hier rein. Piratenmedizin. Wow. Das ist aber geil, da kann man schön draufspringen und dann bis unten hinlaufen, so gemütlich. Ohne sich weh zu tun. Und hier ist es genau hinter dieser Hauswand. Oder was das auch immer war. Ach da, genau, bei dem Zelt. Oh! Ein Wissensobjekt. Das hier sind alle medizinischen Aufzeichnungen, die ich finden konnte. Danke. Ich bin sicher, dass ihr einige größere Gefahren überstanden habt. Aber ihr werdet niemals etwas Wichtigeres tun. Ihr habt unzählige Leben gerettet. Vielleicht sogar meins. Meine Vorfahren sind vor 300 Jahren von Taris geflohen. Und meine Familie trägt noch immer diesen Fluch. Ich danke euch. Kein Problem. Und wieder ganz viel zur Auswahl. Und ich nehme meine Auszeichnung. Oder habe ich alles bekommen? Ich glaube nicht, oder? Oder hat er jetzt die Schuhe genommen? Oh nein! Wo sind denn meine Auszeichnungen? Taris-Auszeichnung 16 schon. Damit müsste man sich doch eigentlich was holen können. Missionsgegenstände. Und das Inventar. So, und jetzt hier weiter den Weg entlang. Und die nächste dann irgendwo links abbiegen. Krasse Geräusche hier, wie sich die Gebäude verwinden. Boah, selbst die ganze Leiste ist noch ausgeruht. Krass. Komplett bis hinten hin. Und wo muss ich rein? Ach, schon wieder hier rein. Ins Krankenhaus. Was war denn das? Und jetzt ist hier... Genau, jetzt ist hier gar nichts. Oder ist hier irgendwo noch ein Keller? Geht's jetzt viel schneller als vorher? Ich weiß es nicht. Eric, du kannst angreifen. Oh, da ist noch einer. Was ist das? Ein Schurke. Stufe 21 Schurke? Krass. Der heißt sogar Schurke. Oder das ist wieder auf einer der ganzen oberen Ebenen. Da, ich springe jetzt einfach mal rüber. Einfach mal rüber gesprungen. Aber nein, das ist hier nicht. Piraten mit. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben, ey. So kann es doch nicht weitergehen. Ah ja, Level up. Level up. Stufe 2 übernehmen. Ah ja, hier war die Treppe. Genau, Treppen sind immer außerhalb von Gebäuden, damit es auch reinregnet. Hi.
Hier ist auch nichts, verdammt. Na gut, ich mache mal einen Cut und weiter geht's im nächsten Part. Tschüss.